G-Day aus Australien, wo das nächste große Motorsportwochenende auf Phillip Island jede Minute beginnen kann. Cool! Phillip Island? Ich hab eine Insel für mich, wusste ich gar nicht. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play MotoGP 18. Spaß beiseite, natürlich wusste ich das. Ja, was ich auch weiß, ist, dass wir jetzt im Qualifying hier auf dieser Rennstrecke fahren. In der Moto3-Klasse hier. Aktuell habe ich die Pole Position schon inne mit einer 1:38,5. Allerdings habe ich es, glaube ich, nochmal geschafft, diese Zeit zu unterbieten. Diese Strecke gefällt mir relativ gut. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Hier habe ich so ein paar eigene Tricks entwickelt. Gab auch schon so ein bisschen im Vorgänger, hier so ein bisschen mit Gas und Bremse in den schnellen Kurven rumzuspielen. Weswegen ich im ersten Sektor auch nochmal ein bisschen schneller war. Fast eine Zehntelsekunde. Und natürlich nach wie vor hier Schwierigkeitsgradstufe 83. Und ich kann euch sagen, das zieht sich jetzt auch durch. Ich habe meinen Schwierigkeitsgrad nämlich in meinen Augen mittlerweile gefunden. Die Haarnadelkurve, Kurve 4. Viel Schwung mit rausnehmen, bevor es dann hingeht zur Kurve Nummer 6. Diese Kurve hat, ich sag mal, so einen doppelten Scheitelpunkt, wo man dann auf jeden Fall den ganzen Schwung mitnehmen muss. Und hier haben wir uns dann nochmal verbessert um ganze 4 Zehntelsekunden. Kurve Nummer 8, dieser Rechtsknick geht voll, auch wenn die Lineallinie uns was anderes zeigen möchte. In Kurve Nummer 9, beziehungsweise Kurve Nummer 10, die auch einfach, Kurve 9, die hat einen dreifachen Scheitelpunkt, so würde ich das sogar beschreiben. Kurve 10, da kann man richtig viel liegen lassen. Schlusssektor, da befinden wir uns auch schon so ein bisschen, das ist wieder mal KI-Land. Kurve 11, die Untersteuerungskurve. Und genauso wie auch Kurve Nummer 12. Da so viel Schwung mitnehmen auf die lange Gerade, wie es nur irgendwie geht. Am Eingang eigentlich nicht zu schnell sein, ansonsten verliert man wieder mal die gesamte Zeit auf die Konkurrenz. Heute mal eine andere Variante bei den Reifen. Und zwar Medium-Medium, während die Konkurrenz komplett Soft fährt. Es bleibt trocken, genauso wie im Qualifying und auch im Training. Das bedeutet, vielleicht fahren wir hier einen Rennsieg ein. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen gute Unterhaltung. Die Motoren sind gestartet, die Fahrer sind bereit. Nur noch ein kurzer Moment und ein weiterer Grand Prix von Australien auf Phillip Island beginnt. Martin und Canet im Nacken. Die Ampel geht an und die Ampel geht auch schon aus. Oh, nicht sehr gut weggekommen. Martin besser, Canet auch. Dallaporta auch. Erste Kurve bremse ich deutlich später als die Konkurrenz. Medium, Medium, ganz einfach, der Reifenverschleiß wird hier ein Thema sein. Klassische Untersteuern. Ja, vielleicht muss ich mich mit dem Medium, Medium noch zurechtfinden. Da ist schon mein Teamkollege Besecki. Oettel vor uns. So, jetzt verlieren wir erstmal Positionen. Bis wir dann hier eiskalt reinstechen und richtig Position wieder gut machen. 3 Stück an der Zahl. Holla die Waldfee, das war gar nicht so schlecht. Ja, der Medium gibt vorne auch genügend Grip. Aber Position 5 ist nicht die Position, die ich mir nach der Runde 1 erhofft habe. Schlusssektor KI-Land, also ab hier circa. Da fahren sie auch eine komplett andere Linie außen herum. Also wenn ich die Linie außen herum fahre, keine Chance. Letzte Kurve auch so ein Knackpunkt. Super genommen, P5. Und Verschleiß sieht sehr gut aus nach einer Runde. 8 lange Runden, Canet fährt 45-0 und ist auch vorne. Falsch angefahren, Kurve 1. Zu schnell rein. Auch hier werde ich weit nach außen getragen, aber sonst passt das noch.
kurz auf der Bremse gewesen, vielleicht einen Tick zu lang. Also hier beim Anbremsen hole ich am meisten Zeit auf, das sieht man deutlich. Sektor 3, der beginnt ab hier. Ja, wird schwer, über die Distanz noch mal was gut zu machen. Zu langsam rein. Da fehlt noch der Rhythmus. Ja. Muss ich lupfen? Schön mit viel Speed um die Kurve. Aber mal gucken, kann nicht. Was fährt denn der da vorne? Was fahren sie da? 38,8, 39,3. Und 38,3 sind sie nicht im Qualifying gefahren. Also warum habe ich gerade solche Probleme mit Kurve 1? Schleppe ich gefühlt das ganze Rennen mit. Und Lopez ist hinter uns. Und zwar dicht dran. Wir fahren jetzt voll. Ah, kommen wir nicht um das. Kommen wir nicht rum. Aber wir sind jetzt. Ja, sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Und setzen die nächste Attacke, die ich aber nicht ummünzen kann. Schön! Das war ideal. Und ist die schnellste Rennrunde. Jetzt zwinge ich ihn zum Abbremsen. Gegner zurechtgelegt. Ich bin super zufrieden mit dem Reifen Medium Medium. Da La Porta wäre der nächste. Und wir haben ihn überholt beim Anbremsen. Schönes Manöver. So habe ich mir das vorgestellt. Martin und Canet nur noch vor uns. Oder fährt der Laporte deutlich schneller rum? Oh, zu langsam am Kurveneingang. Jetzt habe ich die letzte Kurve, glaube ich, raus, wie ich die fahren muss. 38,5. Schön gehalten die Linie. Wunderbares Setup. Geil. Das macht richtig Fun gerade hier. Können wir noch ein paar mehr Runden fahren? Die Strecke finde ich aber auch extrem geil.
Da fahre ich den Martin hinten rein. Dann lassen wir den mal ziehen. Oh, für Motor, du bist auch noch Kanett, lol. What the fuck? Also solche Rennen sind doch eigentlich die schönsten. Auch schön genommen, die Kurve. Wunderbar. Ja, hier vielleicht eine andere Linie. Diesmal nicht optimal genommen. Noch drei Runden, Reifenverschleiß. Ja, die bauen ab. Die bauen ab. Absolut richtige Entscheidung getroffen mit dem Medium. Hinten zumindest. Hinten hätte schon richtig was runter. Bei 8 Runden bin ich halt sehr skeptisch geworden mit Softreifen und so nach dem Motto, das kann nicht gut gehen. Und die Erfahrung in den letzten Rennen hat das auch bewiesen. Dass das nie gut gegangen ist. Zwei Runden habe ich noch, um den Angriff zu markieren. So, Schlusskurve jetzt gut erwischen. Oh, da merke ich aber schon das Untersteuern. Sechs-Zehn, ich glaube, ich bin reingekommen. Die bauen auch da vorne ab. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Fünf Zehntel. Und Attacke auf der Bremse. Martin will mir vorbeigehen und Kanett auch. Der geht Kanett in mir im Weg. Wollte ich den ganzen Schwung nicht mitnehmen. Ja, wir drei machen das unter uns aus. Schön. Und auch die letzte Kurve schön. Und dann ziehe ich den ganzen Schwung mit. Und gehe an Kanett vorbei. Martin, außen herum. Oh, da muss ich mal auf die Bremse gehen. Letzte Runde, letzte Chance.
letzte Chance und vorbei? Fragezeichen. Oder man kann ja doch wieder innen rein. Weil ich da so ein bisschen die Tür auflasse. Ein bisschen mal anrempeln hier gegen Martin. Das, ja, eigentlich müsste ich ihn wieder vorbeilassen. Aber ich denke mal, das klärt sich gleich in der letzten Kurve. Ansonsten nehmen wir den Sieg mit. Ja, wir nehmen den Sieg mit. Haben uns aber auch hart erkämpft. Auch wenn das letzte Manöver nicht ganz sauber ist. Aber wir haben uns diesen Sieg erkämpft. Den haben wir uns aber auch erkämpft. Canette überholt, Martin überholt, der Laporte überholt auf der Rennstrecke. Das war ein richtig geiles Rennen. Bis auf die letzte Szene. Bis auf das letzte Manöver hinten angeschoben, ja. Das ist eigentlich ja, nie so ganz fair. Na, ich auch stürzen können natürlich. Schnellste Rennrunde geht auch an mich. 13. Vorsprung. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Und in der Meisterschaft bleiben wir auf Position 3. Das sollten wir eigentlich auch gegessen haben mittlerweile. Der Ruf steigt, die Entwicklungspunkte nehmen wir mit. Erster Fahrer, da werden wir auch immer besser. Ziel erfüllt, Teamkollegen geschlagen. Was soll ich dazu noch sagen? Zweifellos ein perfekter Tag für ihn. Der Sieg bedeutet für ihn außerdem zusätzliche 25 Punkte auf dem Meisterschaftskonto.